ist eine amerikanische TV-Serie, die von Trey Parker und Matt Stone kreiert und 1997 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe dich ja öfter in den Videos schon eingebaut. Und ein paar meiner lieben Zuschauer denken, dass das eine AI-Stimme ist. Lass mal kurz den Cartman raushängen, damit die wissen, dass das nicht AI ist, sondern wirklich... Ey, verdammt nochmal, ich bin richtig Cartman und ich spreche höchstpersönlich und dieses scheiß KI, AI, geht mir am Arsch vorbei. Ich bin pur. Man kann mich anfassen. Fass mal. Die Serie dreht sich um das Leben von vier Grundschülern. Stan, Kyle, Cartman und Kenny in der fiktiven Kleinstadt South Park. Die Serie ist extrem satirisch und verarscht so ziemlich alles auf diesem Planeten. Oh, die Tränen unergründlicher Traurigkeit. Mmh, lecker, lecker. Mein Intro läuft immer so ab, also nicht wundern. Die Macher wurden bereits von zahlreichen Leuten verklagt. South Park hat im Laufe der Zeit einen absoluten Kultstatus erlangt. Nicht nur durch den einzigartigen Zeichenstil, sondern natürlich auch durch extreme Provokationen und Kontroversen. Denn die Macher nehmen kein Blatt vor den Mund. South Park hat mittlerweile 26 Staffeln mit über 300 Episoden. Und weil die Macher eben vor nichts Halt machen und den Hass und Zorn sehr vieler Menschen aus der Welt auf sich gezogen haben, müssen wir uns einfach mal ansehen, wie krass die Ebenen dieser Extremsatire gehen. Also starten wir ganz oben, auf der Spitze des Eisbergs. Jörg Stuttmann, die deutsche Stimme von Eric Cartman aus South Park und meine Wenigkeit, präsentieren euch heute den South Park Eisberg. Verarschung von Kanadiern. Die Kanadier in der Serie sind sehr leicht zu erkennen, da sie ovalförmige, flatternde, Pac-Man-ähnliche Köpfe mit kleinen, schwarzen Augen haben. Wir sind aus Kanada. Ja, nicht zu übersehen. Der Rest ihres Körpers ist rechteckig. Man wollte die Kanadier mit ihren Köpfen so darstellen, damit man sehen soll, dass sie keine Gehirne besitzen und damit sie als dumm gelten. Also ähnlich wie alle Hippies und Mitglieder von Greenpeace, solche 68er, ihr wisst schon. Terrence und Phillips sind die prominentesten kanadischen Charaktere in der Serie. Alle kanadischen Berühmtheiten sind anwesend. Dort sind die Herren Terrence und Philip mit ihren Ehefrauen, den reizenden Queef-Schwestern. Da sie die Stars der beliebtesten Kindersendung aus South Park sind. Und Leute, Terrence und Philip sind echt geil. Das Niveau der Sendung mit Terrence und Philip ist ziemlich tief. Sehr tief. Was? Die Sendung ist das Beste, was es gibt? Den Satz hat doch irgend so ein Greenpeace-Pisser reingeschrieben. Denn die beiden furzen sich ständig an. Ich muss gleich furzen. Warte noch, saug mal vorher an meinem Daumen, bevor du furzt. Und das ist ganz wundervoll komisch und alle lachen dazu. Kylie Häschen, was siehst du dir da an? Hey Philipp, willst du an einer Blume riechen? Sehr gerne, Tara. Da hast du eine Tulpe. Diese Art von Humor soll typisch für das Niveau von Kanada sein. Natürlich satirisch gesehen. Ich habe gerade einen Anruf von der Mutter deines Freundes Kyle bekommen. Sie sagt, diese Sendung ist schmutzig und bringt dir viele, viele schlimme Ausdrücke bei. So ein Riesenscheißhaufen. Kyles Mutter ist eine... Nutte. Ach so, na dann. Natürlich waren beide nicht der Meinung, dass Kanadier dumm sind. Es ist einfach nur Satire, dass sich mit den USA und Kanada ein bisschen so wie mit Bayern und den anderen Bundesländern verhält. Einige Kanadier fanden jedoch die übertriebene und klischeehafte Darstellung ihrer Nationalität als beleidigend. Natürlich nicht alle. Die Mehrheit fand's lustig, aber es gibt immer jemanden, der sich beleidigt fühlt. Und das soll jetzt so ungemein komisch sein. Oh, er hat ihm direkt ins Gesicht gefurzt. Vor allem diese Drecks-Hippies, verdammt nochmal. Kenny ist echt. Kenny ist am bekanntesten dafür, dass er in den ersten 5 Staffeln von South Park in fast jeder Folge stirbt. Oh mein Gott, er hat Kenny getötet! Sein Markenzeichen ist ein orangefarbener Parker, der so hochgezogen ist, dass man kein Wort versteht. Genau! Wie viele Charaktere in South Park basiert auch Kenny auf einer realen Person. In diesem Fall einem Jugendfreund von Trey Parker, der ebenfalls Kenny hieß. In einem Interview von 2000 sagte Trey, dass der echte Kenny der ärmste Junge in der Nachbarschaft war und immer einen orangefarbenen Parker trug, wodurch es für alle schwer war zu verstehen, was er sagte. Trey erwähnte auch, dass Kenny von Zeit zu Zeit die Schule schwänzte. Das führte dazu, dass einige seiner Mitschüler scherzhaft sagten, dass er gestorben sei. Und ein paar Tage später war er einfach wieder da, als wäre nichts gewesen. Ähnlich wie bei Kenny in der Serie. Der Geist von Weihnachten. Also, Freunde, der Geist von Weihnachten sind 2 animierte Kurzfilme, die persönlich von Trey Parker und Matt Stone entwickelt wurden und später die Grundlage für die TV-Serie, ratet mal, South Park bildeten.
Die beiden Kurzfilme tragen die Titel Jesus vs. Frosty aus dem Jahr 1992 und Jesus vs. Santa aus dem Jahr 1995. Der zweite Kurzfilm wurde zu einem der ersten viralen Internetvideos und trug extrem zur Entstehung von, ratet mal, South Park bei. Oh yeah. In diesem Kurzfilm wird eine echt scheiße witzige Weihnachts-Special-Parodie präsentiert, wobei die Produktion eher unter Low Budget fällt und die Tonqualität nicht besonders gut war. Eine Besonderheit ist aber, dass ich in diesen Kurzfilmen den Namen Kenny trage. Scheiße. Oh my god, Frosty killed Kenny! Und wie in der späteren Serie auch sterbe. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ey, Moment mal, ich hieß damals Kenny? Ey, fick dich, Trey, und fick dich, Matt. Ich geh nach Hause, Leute. Doch wenigstens bleibt der ursprüngliche Kenny nicht von dem Tod verschont. Beide werden ziemlich grausam getötet. Dass Kenny ja stirbt, ist ja scheiße witzig. Aber nicht ich, verdammt nochmal. Leckt mich. Sorry, Leute. Also, weiter. Im Kampf von Jesus, also Jesus und dem Weihnachtsmann, werden auch drei Kinder von einem Gebäude zerquetscht. Ja, und das, liebe Kinder, war der Ursprung von, ratet mal, South Park. Ein grausames Massaker an Weihnachten. Das South Park Gameboy Spiel. South Park kam so gut an, dass man unbedingt auch Spiele dazu releasen wollte. Im Jahr 1998 wurde bei Acclaim, einem Videospielentwickler, ein Game zur beliebten TV-Serie South Park für den Game Boy Color entwickelt und fertiggestellt. Das Team hatte hart daran gearbeitet und das Spiel war bereit für die Einsendung an Nintendo, um es auf den Markt zu bringen. Jedoch entschieden die Schöpfer von South Park, Trey Parker und Matt Stone, nur wenige Tage vor der geplanten Veröffentlichung den Release des Spiels zu stoppen. Dies geschah wirklich in letzter Sekunde, bevor das Spiel zur Veröffentlichung eingereicht wurde. Obwohl das South Park-Spiel für den Game Boy Color nie offiziell veröffentlicht wurde, entschied sich Acclaim, das Grundgerüst des Spiels zu nutzen, um es in andere Spiele für den Game Boy Color zu verwenden. In Deutschland wurde aus den Resten des South Park-Spiels die Biene Meier im Jahr 2000 erstellt. In dem Spiel sollen noch immer sichtbare Spuren des ursprünglichen South Park-Spiels erhalten sein. Mr. Hanky. Mr. Hanky ist ein lebendiges, fröhliches Stück Scheiße und eine ehemalige Weihnachtsgottheit von South Park. Es gibt Leute, die der Meinung sind, ein Kackhaufen kann schlecht Weihnachten repräsentieren. Das könnt ihr doch nicht machen! Weihnachten ist die magischste Zeit des Jahres! Er übernimmt die Rollen anderer Weihnachtsfiguren, wie zum Beispiel Rudolf das Rentier. Er besucht diejenigen, die eine ballaststoffreiche Ernährung haben, also gut kacken können. Weihnachtsmann kommt bald vorbei, du hast wir für mich dabei. Bevor er nach Springfield aus der Serie Simpsons umzog, lebte Mr. Hanky in den Abwasserkanälen unter South Park. Die Figur von Mr. Hanky wurde von einem Ereignis inspiriert, das Trey Parker in seiner Kindheit erlebte. Er hatte die Angewohnheit, die Toiletten nicht zu spülen. Aus diesem Grund erzählte ihm sein Vater, dass wenn er die Toilette nicht spülen würde, Mr. Hanky herauskommen und ihn bei lebendigem Leibe auffressen wird. Okay, das ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen krank auf jeden Fall, die Story. Also wenn die Spülung nicht drückt, dann kann es sein, dass ein Haufen Kacke zu euch kommt und euch auffressen wird. Gelöschte Szenen. Es wurden Szenen in der Folge Tanz der Mutanten in der 5. Folge von Staffel 1 gelöscht. In der ursprünglichen Ausstrahlung der Episode gibt es eine kurze Szene, in der Stans Schwester Shelly wiederholt Stan mit Streichhölzern anzündet und wieder mit Wasser löscht. Kurz danach entfernte Comedy Central diese Szene, aus Angst, dass die Show ähnlichen Prüfungen wie Beavis and Butthead im Jahr 1993 ausgesetzt sein könnte, als ein kleiner Junge den Wohnwagen der Familie in Brand setzte und dabei seine zweijährige Schwester tötete. Die Serie wurde für dieses Unglück verantwortlich gemacht. Let's burn something. Und Episoden wurden bearbeitet, um Szenen zu entfernen, in denen Charaktere mit Feuer spielen oder Feuer erwähnen. Die ungeschnittene Szene wurde nie auf DVD oder Streamingdiensten veröffentlicht. Aber es gibt in einigen Kopien der Episode eine seltsame Wasserpfütze unter Stan, die auf den Schnitt hinwies. Von den hochauflösenden Versionen der Episode, die später für Online-Streaming verfügbar gemacht wurde, hat man sogar die Wasserpfütze komplett entfernt. Jetzt darfst du wieder ran, Cartman, denn es geht um deinen echten Vater. Leute, wie ihr vielleicht wisst, ihr kennt ja meine Ma. Sie ist bekannt dafür, mir all meine Wünsche zu erfüllen. Wie schmeckt dein Rindsbraten, Schnäuzelchen? Ma.
Moment mal, was, Kyle? Sie ist auch bekannt dafür, Stichwort meine maßende Schlampe, mit sehr, sehr vielen Leuten ins Bett zu steigen. Fick dich, Kyle, oder soll ich das Onkelficker-Lied singen? Zurück zur Folge, Freunde. In der Episode Cartmans Mama ist eine Schla... Eine was? Meine Mutter ist keine Nutte. Ich sing's nur so. Wie lautet denn jetzt deine Frage, Spatz? Verdammt nochmal, hab ich auch einen Papa. Oh, also folgendes, Eric, wenn ein Mann und eine Frau sich... Also, in dieser offensichtlich falsch übersetzten Episode wurde offenbart, dass sie ein Hermaphrodit ist. Hä? Was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane hat? Vor vielen Jahren hatte sie während eines betrunkenen Scheunentanzes sexuelle Beziehungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Kommt schon mal ehrlich, wer von euch hat niemals Sex mit Mrs. Cartman gehabt? Oh. Ey, das ist doch eine Lüge, Keo. Was behauptet dieses komische Video über meine Mom? Wow, ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau so viel gesoffen hat. Du bist sensationell, Mrs. Cartman. Ach, Mumpitz, ich habe doch noch gar nicht angefangen. Okay, was steht hier noch? Es wurde enthüllt, dass meine Ma sowohl Vater als auch Mutter von mir ist, aufgrund ihrer beiden Geschlechtsorgane. Lügen, Freunde, alles Lügen. Mama sagt, du hast beim Scheunenpiez mit Schnapsleichen dein Wawawili in ihre Fufu gesteckt. Junge, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber deine Mutter ist das, was wir Ureinwohner Amerikas als Bären mit großer Höhle bezeichnen. Denn in einer späteren Episode such ich und Mitch Connor Rat bei Mr. Garrison und Mr. Zylinder, die darauf hinweisen, dass die Ergebnisse des Vaterschaftstests gefälscht wurden. Mr. Zylinder ist so eine Handpuppe, die Garrison immer bei sich trägt. Und Mitch Connor ist die linke Hand von mir, die Jennifer Lopez darstellen möchte. Fragt am besten nicht, Freunde. Es ist South Park. Die Identität meines Vaters wird jedoch nicht bekannt gegeben, bis in Episode 201, als ich von meinem Erzfeind Scott Tannerman gefangen genommen werde. Oh Leute, wie ich diesen Scott hasse! Er respektiert einfach nicht meine Autorität! Do you remember when you had my parents killed and fed them to me as chili? I spent quite a while in a mental institution, Eric. Scott enthüllt dann, dass meine Ma gar kein Hermaphrodit ist. I even learned the name of your father. Und dass mein richtiger Vater Jack Tannerman sei. Jack Tannerman war ein Fußballspieler der Denver Broncos. Und Scott ist somit mein Halbbruder. Welcome everyone to the final act of my fabulous chili carnival. I got them all here for you, Eric, to listen while you got told the truth. Okay, Leute, da kommt mir gleich wieder die Tüte Candy Corn raus. Jack Tannerman was your father. He got a little bored one week and had an affair with a slut named Leanne Cartman. You killed your own father, and then you fed him to your half-brother. Now eat your chili! Nachdem ich mich übergeben habe, zurück zum Text. Diese Ereignisse führten zu einer weiteren Episode namens Scott Tannerman. Er muss sterben. In dieser Folge ging es darum, wer von den Jungs als erstes Schamhaare bekommt. Im Gegensatz zu euch, Luschen, hab ich die ersten Haare bekommen. Na klar hab ich welche, ich bin ein richtiger Mann. Der lügt doch. Soll ich sie euch zeigen? Bloß nicht! Hier, seht ihr, da bleibt euch die Spucke weg, hä? Um angeben zu können, habe ich dann welche von Scott Tannerman gekauft. Was soll das sein? Meine Schamhaare. Was? Genau, und ich habe nur einen Zehner dafür bezahlt. Ich hab Sackhaare und der nicht. Nachdem die anderen Jungs mir erklärt haben, dass Schamhaare nur dann zählen, wenn man sie selbst wachsen lässt. Hartman, du bist doch so verblödet, dass es wehtut. Aber warum sollte mir Scott dann seine für $10 verkaufen? Weil du Pfeife dämlich genug bist, Scott Tannerman einen Zehner dafür zu geben. Erkannte ich, dass ich vom Schultyrannen Scott Tannerman hereingelegt wurde. Das zahle ich dem Flachwichser heim. Es machte mich so wütend und mein einziges Ziel war es, mich an diesem verdammten Scott noch härter zu rächen! Willst du damit sagen, dass die Haare wertlos sind? Ja! Ich entwarf einen Plan, der einen Chili-Wettbewerb beinhaltet. Jeder kostet das Chili von dem anderen, nicht wahr? Dein Chili sieht echt lecker aus. Hier ist meins. Freut mich, dass es dir schmeckt. Und wenn du damit fertig bist, muss ich dir was dazu sagen. Was? Etwa, dass du Schamhaare in dein Chili gemischt hast? Tja, das ist nicht dein Chili, Scott. Ich hab's gegen das vom Chefkoch ausgetauscht. Was sie dir nicht verraten haben, ist, dass Denkins ein verrückter Hinterwäldler ist, der auf alle Fremden schießt. Bei dem Scotts Eltern getötet, ihre Leichen zerstückelt und zu Chili gekocht werden. Nachdem ich eine Nacht lang mit der Knochensäge gearbeitet hatte, war ich soweit, mein Chili con Karneval zu veranstalten und dir vom Ableben deiner Eltern zu erzählen. Und natürlich, um dir mein Chili vorzusetzen. Welches Scott dann selbst
essen muss. Schmeckt es dir? Schmeckt es dir, Scott? Es heißt Mr. und Mrs. Tenement Chili. Als Scott realisiert, dass ich ihn tatsächlich dazu gebracht habe, seine eigenen Eltern zu essen, beginnt er zu heulen. Meine Eltern sind tot. Nein. Nein. Lass mich deine Tränen kosten, Scott. Deine Tränen schmecken so köstlich süß. Und zu kotzen. Ja, Scott. Das passiert, wenn man versucht, mir die Eier zu rasieren. Nein, 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 das Chili ist aus deinen Eltern. Oh, die Tränen unergründlicher Traurigkeit. Lecker, lecker. Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass durch meinen Plan, Scotts Eltern töten zu lassen, ich meinen leiblichen Vater auf dem Gewissen habe. Warum hat man Chefkoch umgebracht? Oh mein Gott, sie haben Chefkoch getötet. Vielleicht lebt er ja noch. Das heißt, wenn man stirbt, kackt man sich ein letztes Mal. Ach, vergiss es. Chefkoch war ein legendärer Charakter in South Park. Jeder liebte Chefkoch. Er war der Koch der Schulcafeteria in South Park. Er stand den Jungs stets mit Ratschlägen zur Seite, die oft in Lieder über Sex endeten. Seinen ersten Auftritt zeigte man in Episode Cartman bekommt eine Analsonde in der ersten Staffel. Hallo Kinder! Hallo Chefkoch! Seitdem ist seine Figur Bestandteil in der Show, bis er in der Episode Chefkoch ist wieder da in Staffel 10 getötet wurde. Hallöchen Kinder! Er ist wieder da! Ja! Oh, klasse! Die Entscheidung, Chefkoch zu töten, kam nach Kontroversen mit Isaac Hayes, dem Synchronsprecher des Charakters. Hayes verließ die Serie nach der Ausstrahlung der Episode Schrankgeflüster aufgrund ihrer negativen Darstellung von Scientology. Hayes Sohn sagte später, dass die Entscheidung, die Show zu verlassen, von Hayes Bekannten, die Scientologen waren, beeinflusst wurde. Das taten sie, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte, der ihn anfällig für äußere Einflüsse machte. Es war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, selbst Entscheidungen zu treffen. Nachdem sie ihn dazu zwangen, die Serie zu verlassen, befand sich Hayes in finanziellen Schwierigkeiten und South Park verlor eine seiner beliebtesten Figuren. Kennys Tode. Kenny stirbt ja, wie ihr wisst, in nahezu jeder Folge. Seit dem Anfang von South Park. Vor allem, wenn er dann noch von Ratten gefressen wird, ist das total geil. Die Art der Tode ist oft grausam und werden auf eine komisch absurde Weise dargestellt. Gefolgt von Stan und Kyles berühmten Sätzen und natürlich auch meinem. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Kurz darauf erscheinen oft Ratten, die die Leiche von Kenny fressen. Oh Mann, ich liebe diese Idee. In den darauffolgenden Episoden taucht Kenny jedoch lebendig und fit wieder auf. Meistens ohne jegliche Erklärung. Die Macher der Serie, Trey Parker und Matt Stone, wollten Kenny als Running Gag verwenden, um seine Figur zu einem Merkmal der Serie zu machen. Die Zuschauer wissen genau, dass er, egal wie brutal er starb, in der nächsten Episode wieder dabei sein würde. In der Episode Kenny stirbt in Staffel 5 planten die Produzenten ursprünglich, die Figur Kenny endgültig sterben zu lassen und sie durch die Figur Butters zu ersetzen. Hey Leute, wie geht's? Hey Kenny. Ich heiß nicht Kenny, kapiert du blöder Wichser? Kenny ist tot und das müsst ihr endlich abspeichern. Meine Güte, ich hasse Butters. Immerhin ist es witzig, den Kerl zu verarschen. In dieser Episode, von der gerade die Rede war, stirbt Kenny langsam an einer Krankheit, was viel emotionaler und ernster gezeigt wird als die sonstigen Tode. Ich weiß nicht, ob ich dir das je gesagt habe, Kenny, aber ich habe einfach immer gedacht, du wärst mein bester Freund. Ich weiß auch nicht. Du bist doch mein bester Freund. Die Idee hinter Kennys Tod war, eine Art Wendepunkt für die Serie zu setzen, indem ein neuer Charakter eingeführt und das Geschehen in South Park verändert wird. Allerdings taucht Kenny, wie ihr gemerkt haben werdet, überraschenderweise in der folgenden Staffel, also Staffel 6, wieder auf. Wie könnte's auch anders sein? Es gibt jedoch eine Folge, die erklärt, warum er ständig wieder zurückkommt. Jedes Mal, wenn er stirbt, wird er von seiner Mutter wiedergeboren. Ah, es passiert schon wieder! Wären wir bloß nie zu diesem scheiß Sektentreffen gegangen. Wie sollen wir ihn nennen? Tja, nachdem Kenny von uns gegangen ist. Kenny, ein ganz neuer Kenny. Ey, Moment mal, Kio. Warum steht über dem Absatz, bitte Eric, versuch den Abschnitt ernst und emotional zu lesen? Man lässt also ein Kind auf brutale Weise sterben, um der Serie ein einzigartiges Merkmal zu geben. Eigentlich schon krass, dass wir permanent darüber lachen. Ach, deswegen.
Kio kennt mich zu gut. Also Leute, eigentlich schon krass, dass wir permanent darüber lachen. Ich war voll traurig bei dem Abschnitt. Der arme Kenny. Es tut mir ja so leid für ihn. Jared hat AIDS. Die Episode Jared hat AIDS ist etwas sonderbar. Ich hab auch noch AIDS. Ganz genau. Ich hab mir etwa vor 2 Jahren AIDS zugelegt und seitdem dramatisch abgenommen. Es ist fabelhaft, wie man abnimmt, wenn man AIDS hat. Nach ihrer ersten Ausstrahlung wurde diese vorübergehend in den USA verboten. Und Wiederholungen waren bis Anfang der 2010er Jahre nicht erlaubt. Aufgrund der Vielzahl von AIDS-Witzen. Ich sag's euch, AIDS ist der Hit. Mit AIDS kann man zusehen, wie das Fett verschwindet. Und mit einer ausgewogenen Mischung aus AIDS und Subway-Sandwiches ist wirklich alles möglich. In der Episode geht es um Jared Fergal, einer ehemaligen Werbefigur von Subway, der wegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt wurde. In der Folge kommt Jared nach South Park und wird als AIDS-Opfer dargestellt, der von allen gemieden wird. Entschuldigt, Freunde, aber ich glaube, ich möchte jetzt ein Weilchen AIDS-frei bleiben. Die Einwohner von South Park, einschließlich der Hauptcharaktere, fürchten sich vor ihm und versuchen ihn zu meiden, damit sie nicht angesteckt werden. Ich werde mich persönlich darum kümmern und dafür einsetzen, dass jeder einzelne von ihnen AIDS bekommt. AIDS für alle! Währenddessen beschließen die Kinder der Stadt, eine neue Fernsehshow zu erstellen, die sich Getting Gay with Kids nennt. Und ja, Butters wird in der Folge auch misshandelt. Alles bereit? Zum Fett absaugen? Bereit. Wollt ihr wissen, wie das schmeckt? Wie der Schweinebauch, den uns Chefkoch manchmal serviert. Diese Show soll Aufklärung über sexuelle Gesundheit und Toleranz vermitteln. Als die Kinder ihre Show im Fernsehen präsentieren, wird Jared plötzlich von einem wilden Puma angegriffen und getötet. Die Einwohner von South Park glauben, dass Jared AIDS auf den Puma übertragen hat und dass dies der Grund für den Angriff war. Die Episode enthält viele Witze und Anspielungen im Zusammenhang mit AIDS, was von vielen als geschmacklos und respektlos empfunden wurde. Ich erzähl meiner Freundin das mit AIDS und sie haut ab. Ich will den Kindern zu AIDS verhelfen und man will mich töten. Warum will niemand, dass ich ihm zu AIDS verhelfe? Auch Jared, die auf einer realen Person basiert, wurde in der Episode stark erniedrigt und verarscht. Vor allem auch, dass man Kinder in Bezug auf homosexuelle Themen benutzt hat, war ein absolutes No-Go. Scientology. Okay, Leute, passt gut auf. In der Folge Schrankgeflüster legen sich unsere beiden Akteure mit Scientology an, die wohl die größte Debatte in der Geschichte der Serie auslösen würde und auch zu dem heftigsten Konflikt führte, den Parker und Stone in all den Jahren erlebten. Scientology ist eine ziemlich große Sekte, die sich als Kirche bezeichnet. Sie wird in Deutschland allerdings nicht als Kirche anerkannt. Eine Menge toller Leute sind Scientologen. Tom Cruise und John Travolta zum Beispiel. Der echte Tom Cruise ist ein Mitglied dieser Pseudo-Spinnerkirche, der in dieser Folge einen Auftritt bekommt. Er drohte angeblich damit, seine Werbeverpflichtungen für das Filmstudio Paramount Pictures zurückzuziehen, wenn die Episode nochmal ausgestrahlt wird. Tom, Alter, du hast das gleiche Problem wie Kyle, zu viel Sand in der Vagina. In der Episode tritt Stan Scientology bei, um etwas Spaßiges und Aufregendes zu finden. Toll, du hast also die $240 dabei? Perfekt, komm hier rüber und ich erzähl dir, wie es in der Scientology-Kirche zugeht. Nachdem bei ihm überraschend hohe Tetan-Werte entdeckt wurden. Das ist aber seltsam. Aber wir haben ihn 4-mal getestet, mit 4 verschiedenen E-Metern. Damit wird laut Scientology gemessen, wie hoch die geistige Entwicklung eines Menschen sein soll. Je mehr Geld man in die Kurse investiert, umso höher ist das sogenannte OT-Level bei Scientology. Deswegen investiere ich lieber bei KFC in die geniale Soße vom Colonel. Daraufhin wird er als die Reinkarnation von Ron Hubbard, dem Gründer der Kirche, anerkannt, der übrigens Autor von Science-Fiction-Büchern war. Tom Cruise möchte daraufhin Stan kennenlernen und ihn daheim besuchen. Oh, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Mann, ich muss jetzt ins Bett. Begreifst du nicht, Aaron? Ich bin es, Tom Cruise! Nachdem Stan ihn allerdings nicht als den besten Schauspieler ansieht, ich bin ein Nichts. Ich bin ein Versager in den Augen des Propheten. Sperrt sich Tom frustriert in Stans Schrank ein und weigert sich herauszukommen. Dad! Tom Cruise will nicht aus meinem Schrank rauskommen! Das war eine Anspielung auf seine Sexualität, denn anscheinend oder gab es Gerüchte, dass Tom Cruise auch eine schwule Seite haben soll. Zur Erklärung der Anspielung. Im Vergleich zu Kio lernt ihr wenigstens noch was von mir. Wenn jemand in the closet
im Schrank ist, bedeutet es, dass die Person ihre wahre sexuelle Orientierung geheim hält und sie nicht nach außen tragen und öffentlich bekannt geben möchte. 4 Stunden sind jetzt bereits vergangen und Tom Cruise weigert sich nach wie vor, aus dem Schrank herauszukommen. Wenn jemand aus dem Schrank kommt, bekennt er sich öffentlich zu seiner Orientierung. Das sogenannte Outing. Im Verlauf der Folge erklärt einer der höheren Anführer von Scientology, Stan, dass alles nur Mist ist und er nur die Leute um ihr Geld bringen will. Und das Beste, ich habe geschrieben, dass die Scientologen jetzt kein Geld mehr bezahlen müssen, um zur Kirche zu gehören. Bist du bescheuert? Wie sollen wir dann an das Geld dieser Leute kommen? Damit sollte gezeigt werden, dass Scientology nur Lug und Betrug ist. Ich bin nicht die Reinkarnation von L. Ron Hubbard. Und Scientology ist nur ein fetter, weltumspannender Beschiss. Die Mittel, die die Sekte gegen die Macher einsetzten, schockierten viele Amerikaner und nicht nur die. Die Episode hat sowohl die Sekte als auch Tom Cruise beleidigt. So funktioniert Betrug, aber das ist ein Betrug von weltweitem Ausmaß. Kapierst du es jetzt langsam, verdammte Scheiße? Die Episode hat sowohl die Sekte als auch Tom Cruise beleidigt und einige mehr, sodass Scientology private Ermittler und ihren internen Geheimdienst engagiert und ermittelt hat. Ja, ihr habt richtig gehört. Scientology hat das sogenannte Office of Special Affairs, kurz OSA. Die OSA dient besonders der Unterdrückung und Überwachung von Kritikern von Scientology. Diese sollten Trey und Matt verfolgen und sie dabei erwischen, wie sie einen Fehler machen, um diesen Fehler dann als Druckmittel gegen sie zu verwenden. Es wurden E-Mails aus ihrem Privatleben und auch das von Mitarbeitern ausspioniert, auch der Hausmüll wurde durchsucht. Man wollte Telefonrechnungen, Kontoauszüge, einfach alles, um irgendwas zu finden, um es gegen Parker und Stone verwenden zu können. Man ging sogar so weit, auch enge Freunde der beiden ausfindig zu machen, ja sogar, wie viel Alkohol beide tranken und wie sie sich ernährten, wollte man in Erfahrung bringen. Scheiße. Allerdings konnten sie nichts besonders Skandalöses aufdecken. Aus Frustration darüber, dass diese Methode nicht zu Schwachstellen führten, die man ausnutzen konnte, soll die OSA versucht haben, einen Filmstudenten als Maulwurf einzusetzen. Eine ganz zauberhafte Sekte, diese Scientology-Leute. Der Plan war es, Informationen über Parker und Stone direkt von dem Studio zu erhalten, in dem sie arbeiteten. Scientology hoffte, dass der Filmstudent in der Lage sein würde, entweder einen Job als Praktikant bei South Park oder als Autor dort zu bekommen. Es ist unklar, ob dieser Plan jemals aufgegangen ist, zumindest strich Comedy Central die geplante Wiederholung dieser Folge aus dem Programm. Doch durch den Druck von Fans wurde sie im Nachhinein doch wieder ausgestrahlt. Bei Scientology sollte man aufpassen, denn es ist eine ziemlich gefährliche Organisation, die ihre Kritiker und auch Aussteiger verfolgt, bedroht und auch durchaus eigene Schlägertrupps auf Kritiker einsetzen kann. Das war für Parker und Stone der intensivste Konflikt, den sie je durchmachen mussten. Wie ihr sehen könnt, riskieren Trey und Matt nicht nur Menschen zu ver... Was mir grundsätzlich fehlt und was das Zentrale ist, dass durch diese Folge auch Chefkoch sterben musste. Echt? Ja, natürlich. Tom Cruise in Ehren, aber es ist relativ egal gewesen, ob der nochmal bei South Park auftaucht oder nicht. Viel essentieller war aber die Tatsache, dass auch die Figur von Chefkoch, die von Isaac Hayes oder Hayes, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, gesprochen wurde, dass die sterben musste. Denn besagter Isaac Hayes gehörte ganz offensichtlich auch Scientology an, protestierte heftig und wollte die Macher Stone und Parker unter Druck setzen, was nicht gelungen ist. Deswegen musste nämlich Chefkoch sterben. Und da merkt man, dass nämlich eine Figur in South Park gefehlt hat. Wie gesagt, anders als bei Tom Cruise, der halt einmal aufgetaucht ist und auch nicht wieder auftauchen musste. Aber der Verlust von Chefkoch mit der schönen Stimme meines verstorbenen Freundes Donald Arthur, der musste deswegen sterben. Wie ihr seht, riskieren Trey und Matt nicht nur Menschen zu verärgern und zu beleidigen, sondern auch Menschen gegen sie aufzubringen, die nicht mal vor Verbrechen zurückschrecken würden, um gegen sie vorzugehen. Das nenne ich Haltung. Hallo, Satan! Satan.
da. Hast du mich vermisst, Butterschneckchen? Nein, das kann nicht sein. Der Diktator Saddam Hussein war in South Park als fester Freund von Satan zu sehen. Ich weiß, dass unsere Beziehung nicht vollkommen war, das ist mir klar. Ich war zu sehr damit beschäftigt, die Weltherrschaft zu übernehmen, um dir bieten zu können, was du brauchst. Das geht nicht, Saddam. Ich bin jetzt mit Chris zusammen. Nur für alle Fälle, Saddam Hussein war ein ehemaliger Präsident des Iraks von 1979 bis 2003 und ein Diktator, der 2003 durch die USA gestürzt wurde. Er hatte in der Serie einige Auftritte und es gibt ein echt krankes Gerücht. Natürlich wird ihn ein Teil von mir immer lieben, aber ich weiß auch noch, wie verletzend er war. Mit dir bin ich viel, viel glücklicher. Es wurde von US-Soldaten berichtet, dass der echte Saddam Hussein während seines Prozesses wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gezwungen wurde, den Film South Park größer, länger und ungeschnitten anzusehen, um ihn damit zu foltern. Darüber hinaus behaupteten die Schöpfer von South Park, Trey Parker und Matt Stone, dass sie nach der Vorführung des Films im Gefängnis ein signiertes Foto von Saddam Hussein erhalten haben. Scheinbar fand es Saddam lustig, dass der Film ihn als den Freund von Satan darstellte. Aber Satan, du kannst doch nicht leugnen, was mal zwischen uns war. Es ist dir doch klar, dass wir zusammengehören. Mein Leben ist jetzt schön, Saddam. Chris ist gut zu mir. Du und ich, das ist vorbei. Leb wohl. Super Best Friends. Diese Folge war so krank. Kio hatte sie schon mal auf seinem Kanal. Und wenn ihr neu seid, vergesst das scheiß Abo und Like nicht, Leute. Sonst rasiere ich euch die Eier. Es geht um eine Gruppe von Superhelden, die als Super Best Friends bekannt sind. Diese Gruppe besteht aus religiösen Figuren wie Jesus, Buddha, Moses, Krishna und die anderen, die ihre speziellen Fähigkeiten nutzen, um die Welt zu retten. Auch der Prophet Mohammed ist Teil der Super Best Friends, doch die Darstellung des Propheten ist ein sensibles Thema im Islam, insbesondere im Hinblick auf die bildliche Verkörperung. Gemäß der islamischen Tradition gibt es eine weit verbreitete Auffassung, dass Prophet Mohammed und andere Propheten nicht bildlich dargestellt werden dürfen, um jede Form von Verehrung der Abbildungen zu vermeiden. Nach der Ausstrahlung der Episode erhielten Trey Parker und Matt Stone Drohungen von einer radikal-islamistischen Webseite namens RevolutionMuslim.com. Diese Webseite veröffentlichte eine Warnung, in der die beiden Schöpfer mit Vergeltungsmaßnahmen bedroht wurden, weil sie den Propheten Mohammed in der Folge gezeigt hatten. Mohammed, der muslimische Prophet und Erfinder des Feuerzeugs. Online wurden die Schöpfer auch mehrmals mit dem Tod bedroht. Die Leute haben einfach zu viel Sand in der Vagina. Obwohl die Webseite angab, dass sie keine gewalttätigen Maßnahmen unterstützen, wurde die Bedrohung als beunruhigend empfunden. Als Reaktion auf diese Diskussion und aus Sicherheitsgründen beschlossen Trey Parker und Matt Stone, zukünftig jegliche Darstellung des Propheten Mohammed in der Serie zu vermeiden. In späteren Wiederholungen und Ausstrahlungen der Episode wurde die Darstellung von Mohammed zensiert oder entfernt. Splatter-Szenen. Die ursprüngliche Episode Cartman und die Analsonde enthielt etwa 4 Minuten zusätzliches Material, das nicht in der ausgestrahlten Version enthalten war. Cartman, da guckt eine 30 Meter große Satellitenschüssel aus deinem Arsch raus! Na klar, von mir aus, wen juckt's? Obwohl man diese Version nie im Fernsehen zeigte, wurde sie 2003 auf DVD im Rahmen der kompletten zweiten Staffel erneut veröffentlicht. Die komplette Folge hatte ein paar mehr Szenen als die endgültige Produktion. Darunter war eine Szene, in der Pipe seinen Kopf gegen eine Schaukel schlägt und fast verblutete. Was möglicherweise einer der Gründe war, warum die ursprüngliche Folge geändert wurde. Denn die Szene, wie Pipe verblutete, sollte sogar für South Park extrem brutal gewesen sein. Am Ende der Episode stellte sich jedoch heraus, dass es ihm gut geht. Er hat also zumindest überlebt, obwohl er literweise Blut verlor. Aber auch eine Szene, in der das Mädchen Wendy Brustimplantate bekommen hat, war ziemlich heftig. Der Arzt schneidet ihr die Haut der Brust auf und schlägt ihr ziemlich blutig das Implantat in die Öffnung und beschimpft sie als Schlampe. Bitch, get in there, you bitch! Cartman tritt Nambla bei. Ich würde gerne Ihrer Organisation beitreten, ist das okay? Danke, oh Herr! In der 5. Episode der 4. Staffel von South Park entschied ich mich, Freundschaften über das Internet zu suchen und trat Nambla bei. Da ist ein Chatroom. Männer, die junge Burschen suchen. Echt klasse. Ich bin ein Junge auf der Suche nach einem Mann für schöne Stunden. Ich bin 8 Jahre alt und würde gerne... Nambla steht für North American Man Boy Love Association. Auf Deutsch? Wir sind Nambla, Nordamerikas Männerbubenliebhabervereinigung. Für Liebe zwischen Männern und Jungen. Mann, Wahnsinn, wie viele Typen mein Freund sein wollen. Es ist eine pädophile Organisation, die in der Vergangenheit für ihre umstrittenen Ansichten und Aktivitäten kritisiert wurde. Sie ist in vielen Ländern zu Recht illegal und wird von der Gesellschaft abgelehnt. Dort, bei Nambla, finde ich einen älteren Mann, der bereit ist, mein Freund zu sein. Hi, bist du Tony? Ja, bist du Eric? Es stellt sich aber heraus, dass der
der Mann noch weitere Absichten hat, da er ein widerlicher Pädophiler ist. Ich hab dir was zum Naschen mitgebracht und hier ein paar Bücher übers Kamasutra. Sag mal, hast du es gern, wenn man dir den Rücken massiert? Keine Bewegung, Abschaum! Im späteren Verlauf der Folge wird bekannt, dass es sich bei... Trotzdem argumentieren einige Kritiker, dass die Episode möglicherweise dazu beitragen könnte, das Thema zu verharmlosen. Nur noch ein paar Fotos, Eric. Du bist das ideale Vorzeigekind. Danke, Mann. Oder den Eindruck zu erwecken, dass pädophile Organisationen wie Nambla harmlos oder witzig seien. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Beweis zu erbringen, dass Sex zwischen einem Mann und einem Jungen etwas ganz Wunderbares sein kann. Da ist nichts Verkehrtes daran. Genau! Doch wie gesagt, die Episode kann einem durch das Thema ein sehr unangenehmes Gefühl geben. Und wenn sogar mir etwas unangenehm ist, Leute, dann ist die Scheiße wirklich ernst. Wie ihr wisst, diskriminiert man uns weiter, wenn wir zu einem jungen Mann gesucht haben. Viele fanden, dass die Folge ein sehr beklemmendes Gefühl verursachen kann. Immerhin geht es um Vergewaltigung von Kindern und einer Organisation, die es wirklich gibt. Ein 12-jähriger Junge hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er seine Eltern aufforderte, South Park anzusehen, um zu erfahren, warum er sich das Leben genommen hat. Der Brief erwähnte Kenny, der in fast jeder Folge grausam getötet wird. Die Polizei des Bundesstaats Maryland sagte, der Zettel erwähne South Park, weigerte sich aber eine Kopie zu veröffentlichen. Der junge Darren Lawrence Green wurde mit einer Plastiktüte über den Kopf aufgefunden, die mit Klebeband um seinen Hals verschlossen war. Darren zeigte keine Anzeichen von Depressionen, bevor er sich am 14. Mai 1998 umbrachte. Ich frage mich schon immer, wie die eigentlich steht. Was mir steht, geht dich überhaupt gar nicht an. Dir steht alles, dir steht alles. Mach mal ein bisschen Werbung für dich selbst. Also ich bin eingeborener Augsburger. Augsburg hat eine über 2000-jährige Geschichte, die durchaus ziemlich spannend ist. Man muss einfach nur ein bisschen genauer hingucken und diese spannenden Geschichten oder ungewöhnlichen Geschichten für jeden, der sich ein bisschen für Augsburg interessiert oder hier mal vorbeigucken oder will. Oder für ihn selber auch natürlich. Ein bisschen Einblick in sein Privatleben, so minimal zumindest. Ich war noch keine 10 Jahre alt. Hier ist der kleine Jörg und war fortan natürlich Roy Black-Fan. Die 100. Folge meiner Augsburg-Geschichten, ja. Da könnt ihr einen ganz besonderen Einblick bekommen, nämlich in meine weihnachtliche Lust, jedes Jahr ein neues, selbst entworfenes Lego-Haus zu bauen. Private ganz Hobbys teilweise. Ich habe private Hobbys, man soll es nicht für möglich halten. Aber wie gesagt, die Stadtgeschichte, Historiker sind meistens etwas dröge, wenn sie erzählen und ich versuche das halt ein bisschen lebendig zu machen. Wer Lust hat, soll reinschauen, ich freue mich. Und ein Like und ein ich weiß nicht, was alles da lassen. Wir sagen immer schön den Like-Button eine slappen. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann einmal den Like-Button eine slappen. Könntest du das auch einmal machen? Das wäre für mich ein Höhepunkt des Tages, wenn du einmal den Like-Button slappst. Wenn ich dem Like-Button eine scheuere sozusagen, also bei dieser Handbewegung würde ich sagen, das Tablet liegt bereits da hinten auf dem Boden. Das ist gefährlich. Wir bauen ja so einen Like-Button nachhinein ein im Video. Man hier. Muss mir sowas erklären. Einmal, jetzt musst du einmal den slappen. Also nicht so, sondern... Genau. Du sagst, einmal den Like-Button, eine slappen. Einmal mit gemeinsam okay. Sollten wir doch. Freunde, wir gemeinsam, ihr auch. Einmal den Like-Button, eine slappen. Slappen. Freunde, tut mir einen Gefallen. Geht jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und lasst dem lieben Jörg ordentlich Liebe da. Sein letztes Video hat er gerade veröffentlicht. Und falls ihr euch für Stadtgeschichte interessiert, falls ihr euch für Jörg interessiert, geht einfach mal rüber, lasst einfach Liebe da, einen netten Kommentar, Like und wie gesagt, falls euch interessiert, gerne abonnieren. Der Jörg freut sich über Besuch. Und jede Woche kommt eine neue Folge. Und das zieht er wirklich durch seit Wochen. Muss man echt Respekt. Jörg, wir lieben dich. Jeder, der hier ist, liebt den Jörg. Und einmal rüber mit euch. Sonst haben wir ein persönliches Problem. Persönliches Problem. Und man möchte kein persönliches Problem mit Kio haben. Ja, sonst der macht hier Sachen kaputt hier.